Hallo, hallo, hallo. Hört ihr mal auf, mich anzuspucken? Ihr Schlawiner, ihr! Nein, 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 nein. Alter Schwede. Wie weit der spucken kann hier? Durchladen, weiterballern. Katsching. 1A. Aber das war's doch nicht. Ich mach dich bereit für Welle 3. Sie wird alles entscheiden. Hep. Hep. Und hoch hier. Vielleicht hier rauf. Jetzt Gefahr. Ja, das will ich auch hoffen. Action. Ballistic Bock, jetzt. Haben wir keinen mehr? Haben wir keinen mehr? Nein, wir haben keinen Ballistic Bock mehr. Haben wir noch Psycho? Ja, das geht noch. Zack, zack, zack. Na, wenigstens etwas. Fluppdiwupp. Ausgezeichnet. Da hinten. Nebelkriecher, Glasfaseroptiken. Schnell. Ich habe auch drauf geschossen. Ich habe es auch verdient. Oh. Hallo. Ah, wir haben das andere Psycho wieder genommen. Ne? Das andere Psycho. Denn das liegt gerade aktuell auf unserer Schnellwahltaste für Psycho. Psycho-Buff. Aber ist nicht so schlimm. Klopp-Arena haut immer noch ganz okay rein. Und außerdem haben wir ja den Schadensbuff durch das Psycho-Buff. Alles auch im grünen Bereich. Durchladen, jetzt! Ah! Ah! Da hinten! Einzelschussmodus. Komm rüber geschlingelt. Nice. Irgendwer hantiert schon wieder mit Atombomben hier rum. Was für eine Frechheit. Und schon sind wir wieder richtig blutig und haben fast keine Fusionskernenergie mehr. Oh oh. Wir sollten hier nicht so rumrennen, ne? Und wenn wir keine mehr haben, sollten wir uns auf ein Dach retten. Sicher ist sicher. Zack, da hinten. Weggeschlingelt. Und dich noch. Ja, irgendwer hantiert hier wieder mit Atombomben rum. Na, 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 na. Niedrige Energie. Oh, oh. Ich steig lieber mal aus. Und safe mich hier aufs Dach. Flupp. Hi, hi, hi. Und hier da hoch. Ich glaube, Arena wird es schon treffen. Letzte Runde. Diese, die wird alles entscheiden. Die letzte Welle. Da hinten. Ja, perfekt. Wollte er dich anvisieren? I don't know. Ja. Entschuldigung, darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Distille? Na sicher. Also komplett durch die Reihe. Alle neuen Events sind im Vergleich zu den alten Events um einiges herausfordernder, finde ich. Aber das ist gut. Und irgendwie fühlen sich auch teilweise alte Events ebenfalls ein bisschen herausfordernder an. Mehr Gegner und so weiter und so fort. Schießen, Spritze, oh mein Gott, ich bin fast tot. Na, 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 na. Finger weg von den Destillen. Weiter, weiter. Flup, flup, flup. Noch 35 Sekunden. Wir haben es gleich geschafft. Das Schlimmste ist überstanden. Wir kriegen alle unsere schwarz gebrannte Pampe, die uns stärker macht. Um 4 Punkte. Raiders. Mhm. Das sind hier also Raiders? Das wusste ich ja gar nicht. Da hinten! Komm her, du Hund! Der zuckt noch. Katsching! Na, kriegen wir wieder einen Schlingelprügel? Was für eine kranke
Bestimmt, ne? Ja, tatsächlich, einen scharfen Schlingerklatscher. Ja, können wir in Scheine investieren. Wir haben hier einen blutigen, ne? Was will man denn eigentlich mehr? Legendary! Legendary! Oh Gott, wir verbrennen! Nein! Bei lebendigem Leib. Am lebendigen. Ja! Meine Güte. Gerade noch so überlebt. Blutbefleckte Schaufel. Ach, Herr Jemini. Dankeschön. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben die Scorepunkte in Sachen Schwarzbrennersause. Zumindest in der täglichen Fassung haben wir bekommen. Und nun Reste abkochen. Home sweet home. Popcorn. Glück abholen. Glücksspiel. Flasche war an, ne? Wirkte gerade so dunkel. Naja. Ist auch draußen ziemlich hell. Herstellungsloadout. Dann wollen wir mal den Wendigo streicheln. Ran da an die Kiste. Wir sollten jetzt wirklich alles haben. Fangen wir an mit Zucker. Den brauchten wir ganz, ganz dringend. Ja, so. Am besten so. 13 Mal. Ist nicht viel, aber da sparen wir uns halt die mega lange Zuckertour. 2/3 von der mega langen Zuckertour haben wir ja mit der kurzen ebenfalls abgeschlossen. Besuchertee, nice. Und jetzt Mutterbeerensaft. 10 Mal, mehr nicht. Immer schön. Ach, guck mal. Süßer. Was? Warte mal, stopp. Was? Starlight-Beeren und Mutterbeere verschaffen uns als süßer Mutterbeerentee plus 50% kritischer Schaden. Das ist ja noch besser als die Fäule. Wir hätten doch bis zur Base gehen müssen. Wir brauchen beim nächsten Mal mehr Starlight-Beeren. Oh mein Gott, wie gut. Oh, fantastisch. Ich werde ja nicht mehr. Cranberry-Soße, natürlich. Flaschenkürbissuppe, aber nur 10 Mal. Und Pilzsuppe, wenn wir haben, 10 Mal. Klingenkornmehl, nein, das ist fürs Bierchen. Und Maissuppe ebenfalls mal 10. Nice. Aber irgendwas fehlt wieder. Gezogener Fieberblüten, schlag mich tot. Ich guck gleich mal. Oh, was es hier nicht noch alles so gibt. Aber ich glaube. Oh, ist die Fäule hinüber? Haben wir Fäule schon? Weiß ich gerade gar nicht. Das mit der Fäule, hat man das gekocht gehabt? Nein, come on, echt jetzt? Ist die schlecht geworden, die Fäule? Oh ja. Oh ja. Sehr doof gelaufen. Gezogen, Fieberblütentee. Rußblume hat gefehlt gehabt, stimmt. Hätten wir uns auch gönnen können. Ich glaube ebenfalls beim Sommeranwesen. Meine Güte, ja. Gezogener Flaschenkürbis, Blütentee. Oh. Ebenfalls Rußblume. Ja, davon müssen wir nächstes Mal mehr mitnehmen. Kriegen wir auch so ein paar auf jeden Fall, wie gesagt. Bei der Sommervilla. Aber die Fäule, Mensch. Die schöne Fäule. Fäule. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nie passiert, okay, dass mir die Fäule im Rucksack weggegammelt ist. So, da haben wir sie, unsere 12-mal Fäule-Suppe. Und ich sehe gerade, die bringt plus 100% kritischen Schaden. Ach so, dann ist hier der gesüßte. Na, wo ist er denn? Süßer Mutterbeerentee. Warte mal, was? Auch 100%? Hä? Was ist denn das? Da stand doch gerade eben 50% beim Kochen. Ach so, weil wir Pflanzenfresser sind. Da wird das verdoppelt. Die lassen sich jetzt nicht ganz zufällig irgendwie miteinander kombinieren. Nee, ne? Die heben sich jetzt gegenseitig auf. Kurz checken. Süßer Mutterbeere-Tee. Plus 100% kritischer Schaden, ja. Und wenn ich jetzt darauf eine Fäulesuppe trinke. Ist es die Fäulesuppe? Ja, gut, nee, dann bleiben wir bei der Fäulesuppe auf jeden Fall. Weil, naja, dann brauchen wir doch nicht so viele Starlight-Beeren. Schön! Schön.
Convenience-Tour abgehakt. Nice. Vielleicht noch den Kram zusammenfassen als Großmenge. Alles andere zerlegen. Der Händler hatte jetzt keine Kronkorken mehr. Schlingerklatscher. Das ist der normale, ne? Den können wir nicht für Scheine verticken. Ja, weg damit. Vielleicht lernen wir noch ein paar Modifikationen oder so. Das kann auch weg. Und das hier und das und das und das herstellen. Großmenge, bitte. Aluminium. Federn. Glas. Gummi. Knochen. Plastik kann bleiben, wie es ist. Das wäre nur Plastikverschwendung, daraus auch noch Großmengen herzustellen. Und dann können wir alles hier wieder ablegen. Haben wir eventuell schon wieder Fluxe über 10. Zack, eingepackt. Schrott. Großmenge über 10. Ja, hier Glas. In die Tasche damit. Oh, haben wir... Warte mal, stopp. Haben wir irgendwann mal Plastik zu Großmengen verarbeitet? Warum sollte ich das tun? Nee, nee, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Säure können wir über 12 behalten. Nee, nee, nee. Sowas mache ich nicht. Die müssen wir irgendwann gekauft haben. Flux über 10. Nein. Sauber. Ich freue mich. Sowas von. Challenges. Wie war's? Jetzt ist die Challenge. Jetzt sind die Challenges wieder zurückgesetzt worden, ne? Richtig? Ja, so Pi mal Daumen. Na los. Wir müssen sowieso noch den Daily Ops machen. Fotomodus, um ein Bild zu schießen. Dreimal? Was? Drei Fotos soll ich schießen? Na gut, dann machen wir das. Flop. Ja, sehr stylisch. Und einmal direkt mit Helm. Flop, flop, flop. Powerrüstungsteile herstellen oder verwerten. 10 Stück. Was für eine Verschwendung. Warum sollte man das tun? Also solltest du dir auch richtiges Essen suchen. Wir müssen hier aber auch eine andere Powerrüstung dann ranstellen. Ne? Wenn wir die hier herstellen wollen, dann machen wir das mal. Wo ist hier eine Bastel-Powerrüstung? Wir haben doch bestimmt eine Rüstung. Hier die Räderrüstung. Genau. Bauen wir uns 10-mal Powerrüstungsteile der Räder zusammen. Und dann verdienen wir hier schön die Score-Punkte. Rüstung. Abgestellt. Dankeschön. Herstellen. Ganz klar. Wobei, stopp eine Sekunde. Ich glaube, hier funktioniert auch super duper. Okay, wir waren im richtigen Loadout. Lieber double checken. Lieber double checken. Was? Wie bitte? Wir können gar nicht Räderrüstungsteile herstellen. Das haben wir nie gelernt. Außerdem ist die gar nicht vollständig, sehe ich gerade. Da fehlen... Also zumindest ein Arm fehlt da. Na gut, dann basteln wir uns einen rechten Arm. Und zwar der Baggerrüstung. Kostet das 4? Oh Gott. Oh mein Gott, das soll ich... Warte mal, ist das von heute alles? Ja. Stelle ein Powerrüstungsteil her oder verwerte es 10-mal. What? Überspringen wir erstmal. Eine Sekunde, das ist ja... Ist ja völlig absurd. An einem Tag. Da müsste man schon dann... Ja, stimmt. Da müssen wir einfach nur intakte Powerrüstungen finden. Anstatt den Kram selber herzustellen. Ja, so werden wir es machen. Glücksspiel. Klopperina Loadout. Wir wollen erstmal aber eine Todeskralle töten. Und zwar hier. Na du, du liebe Todeskralle. Hast du uns schon vermisst? Komm raus. Oh, schon durch, ne? Na gut, dann eben zu unserer zweitliebsten Stelle in Sachen Todeskrallen. Und zwar hier drüben. Hier. Schnellreise. Aber jetzt bei der Mülldeponie. Aber ohne Powerrüstung. Vorsichtig, könnte gefährlich sein. Aber hier war gerade ein auf der Karte, aber ist egal. Hier ist unsere Todeskralle. Eine Matriarchin. Das war's schon. Dankeschön. Macht's gut, ne? Wir sehen uns nächste Mal wieder. Wegen Hirnpilze brauchen wir jetzt ja nicht mehr hierhin. Es sei denn, wir finden unsere 4 Honigwaben bei der Sommervilla nicht. Okay. Daily Ops machen wir sowieso noch, ne? Schwarzbrennersause. Ich glaube, wir haben die Schwarzbrennersause nach dem Umschalten der Ziele erst gespielt. Ja, ne? Ah, doof. Echt doof.
Aber okay. Ich glaube, ich muss mich davon verabschieden, dieses wöchentliche Ziel erfolgreich abzuschließen. Okay. Power-Rüstungsteile. Ich weiß, wo Power-Rüstungen stehen. Zumindest eine, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn die nicht schon abgelootet worden ist. Ansonsten ist hier gleich um die Ecke noch eine Power-Rüstung, Mensch. Wir brauchen deine Tau. Hier sind ja Gegner. Hi, wie geht's euch? Alles cool bei euch? Falsches Kampf-Loadout. Aber jetzt haben wir das Richtige, ne? Bist du Legendary? Wobei, eigentlich ist es ja auch egal. Du hast ja gar keine Teile. Was für eine Frechheit. Aber einen schön angefangenen Fusionskern. Muni? Nee. Haha. Legend. Oh, oh nein, 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 nein. Ah. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ja, hier ist ja noch einer. Eine Sekunde, eine Sekunde. Ich habe jetzt einen angefangenen Fusionskern und wir wissen alle, was das bedeutet. Helke, wir wählen dich. Und den Stealth Boy nehmen wir auch mit. Eine Sekunde, wir kommen gleich raus. Wir klären das gleich. Da kannst du jetzt so viel Alarm machen, wie du möchtest. Habe ich noch Raketen vielleicht? Ja, wir haben noch Raketen. Volle Pulle, Mensch. Volle Pulle. Hat die noch volle Energie? Oder hatten wir sie schon unglücklicherweise angeschossen? Ah! Ey! Ist doch gut, Mensch. Ich habe verstanden. Ich werde mich nie wieder blicken lassen. Oh, hallo, hallo, hallo. Wir wollen doch nur Power-Rüstungsteile. Jetzt geht's aber richtig rund hier. Wie viele, ey? Totales Chaos. Und draußen steht noch vier. Flop, flop, flop. Und jetzt die olle Brandbestie. Nach dir. So. Ja. So, haben wir dich schon angeschossen? Ja oder nein? Leider schon. Trotzdem, du sollst unsere Raketenpower zu spüren bekommen. Komm runter, gute Idee. Jetzt kann ich dich aber mit der Rakete hinterm Zaun nicht abschießen. Schon klug von dir, muss ich dir lassen. Oh, 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 oh. Nicht abhauen. Hey, nicht abhauen. Nicht abhauen. Wir hatten doch gerade so viel Spaß. Oh, oh, die Power-Rüstung gibt gleich einen Geist auf. Und zwar jetzt. Nein. Ja, Mensch. Haben wir gerade so überstanden. Ich hatte gerade eben quer so den Gedanken in Bezug auf ein weiteres potenziell im Atomshop verkaufbares Hilfspaket. Es gibt ja Verwerten und Lagern. Das bedeutet ja, dass wir quasi instant bei uns Kram zerlegen und dann nach Hause schicken. Warum gibt es das nicht andersrum? Zugriff auf die Stashbox. Dass man irgendwie, keine Ahnung, einen einzelnen Transaktionsvorgang machen kann. Man öffnet das Paket quasi, weiß ich nicht, Zugriff auf Stash und dann darf man einmal so viel Kram, wie man möchte, vom Stash in die eigene Tasche transferieren. Das wäre doch cool. Aber das gibt's nicht. So, gibt's hier noch eine Zone? Nein. Ich möchte hier rüber zum Außenposten Delta. Denn hier könnte noch eine Power-Rüstung stehen. Aber Vorsicht. Das ist ein gefährliches Pflaster. Und wir haben keine Power-Rüstung mehr. Oh, leider ohne Teile. Schande, Mensch. Schande, Schande, Schande. Das gibt's doch nicht. Aber auch hier wieder ein. Oh, 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 wir nehmen das Bein mit. Na, ein Glück hatten wir immer noch keine Fluchse dabei. Wer hat mich abgeschossen? Du warst das, ne? Du Lump, du Elender. Das sollst du uns büßen. Büßen. Noch einer? Ich glaube, das waren alle. Das Beinchen wollen wir haben. Dankeschön. Flop, flop. Und dann muss ich mal überlegen. Warte mal, doch ja, ich weiß, wo noch potenziell eine stehen könnte. Und zwar beim Betriebshof. Wo war das nochmal? Irgendwo hier, ne? Da, genau. Aber eher hinten. Da drinnen könnte sie sein. Die gesuchte Power-Rüstung. Gegner. Oh, 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 sind da viele Teile dran? Ja, zumindest zwei. Und wieder ein angekratzter Fusionskern. Wollen wir erstmal die Teile zerlegen, die wir schon haben? Ich glaube, das können wir... Ah! Das können wir hier tun. Oh mein Gott.
Hör auf, 476. Du warst mal viel chilliger. Nicht wie so ein halbes Horror-Game. Na, noch einer. Verdammt nochmal, die können ja auch Türen öffnen. So, zerlegen bitte. Flup, den gesammelten Schrott und alles andere auch. 1, 2, 3. Das reicht aber noch nicht aus. Weiter. Wenn ich, gucke ich mir irgendwo eine Liste an, wo es noch potenziell Power-Rüstung. Ja, das mache ich jetzt.